Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo die schönsten Menschen der Welt eingeschaltet haben. Wir geben uns den neuen Track von Tilo zusammen mit UFO Airbnb vom kommenden Album. Nächste Woche kommt das Album raus von Tilo. Ich freue mich sehr drauf. Dazu werden wir auch noch einiges dann hier machen. Können wir eigentlich auch Track-by-Track-Reaction machen, würde ich sogar schon sehr fühlen. Hätte ich Bock drauf. Wir haben jetzt hier Airbnb, der Song, auf den wir gewartet haben. Ich glaube, ich habe gar nichts von dem Song gehört bis jetzt. Ich habe gesehen, die waren zusammen im Studio, aber habe nicht wirklich reingeguckt, habe den Vlog auch nicht gesehen von Danny dazu. Das heißt, ich weiß fast nichts. Ich habe nur die Insta-Story von gecheckt von Tilo und da hat er geschrieben, das wird nicht so ein poppiger Song wie Sehnsucht oder We Made It, sondern eher richtiger Rap hat er, glaube ich, geschrieben. Ich freue mich drauf und ja, sie haben kein Musikvideo geschafft, hat er in derselben Story auch reingeschrieben, dass das Ding nur als Single ohne nur als Audio kommt, ohne Musikvideo. Ich freue mich sehr darauf. Schreibt gerne hier in die Kommentare, welche Tracks heute Nacht noch rausgekommen sind, die ich mit euch zusammen abchecken soll. Ich weiß, Kolle hat gedroppt, Celine hat gestern was gedroppt und heute glaube ich auch. Ich freue mich sehr darauf. Lasst gerne in den Kommentaren da, was wir uns sonst noch geben sollen. Und jetzt hier natürlich Airbnb auf Spotify dann als Audio-Version. Ich bin sehr gespannt, freut mich sehr für Tilo, dass er mit UFO jetzt hier am Start ist, Mann. Geile Sache, wir hören rein, let's go. Ist das eigentlich immer dieselbe Frau, die alle diese Producer-Tags spricht? Ist das irgendwie, weiß ich nicht. Ich möchte das gerne mal, das ist hier so ein Mystery, den ich auf der Spur bin. Ich geh nie in ein Airbnb ohne 10 Flaschen Lean. Die Designer mein Hemd und sie hat sich verliebt. Millionen von Streams machen Leben zum Dream. Immer weiter nach oben, dort reichen mein Team. Bitch, das ein Jäger und kein NSC. Schreib fast ein Meter, ich zieh und ich flieg. Sehr angenehme Stimme. Devil in mind oder Devil er siegt. Sag dein Poke, Boys. So ein bisschen höhere Stimme auf jeden Fall, so als bei We Made It oder keine Ahnung, jetzt auch bei Sehnsucht war die Stimme auch ein bisschen tiefer, würde ich sagen. Ich fand den Einstieg sehr nice. Geiler Flow auf jeden Fall. Ich geh nie in ein Airbnb ohne 10 Flaschen Lean. Designer mein Hemd und sie hat sich verliebt. Millionen von Streams machen Leben zum Dream. Immer weiter nach oben, dort reichen mein Team. Auch nice, mal Millionen von Streams machen mein Leben zum Dream. Geil. Das ist ein Jäger und kein NSC. Schreib fast ein Meter, ich zieh und ich flieg. Kipp in die Sprite, Promethazine. Devil in mind oder Devil er siegt. Sag dein Poke, Boys von Freunden, mach. Ich kauf ihre Fam, wenn ich will. Guck, sie tut so und guckt so, als würde sie nicht wissen, wer ich bin. Ey, das ist für mich gerade auch mega angenehm, immer so richtig rappen zu hören, muss ich sagen. Ja, weil, also ich habe jetzt so halt eine Handvoll Tracks von ihm nur gehört. Und das sind so echt, das sind geile Flow-Passagen hier. Bin immer noch der Gleiche, nur reicher und so. Doch schon immer. Ey, das ist eine geile Zeile auch. Ich bin immer noch der Gleiche, nur reicher und so. Und ich finde, das merkt man bei ihm auch. Ich habe gestern Stolz aufgenommen, habe ich vorproduziert für nächste Woche. Und da hat er auch nochmal alle seine Homies immer erwähnt. Das finde ich immer ganz nice bei ihm. Oh, Digga, bei Spotify habe ich wieder das Problem, dass ich ganz weit zurückspule. Okay, wir dürfen jetzt nicht mehr zurückspulen. Weil das buggt bei mir leider immer, dass ich, wenn ich zurückspule, eher so 10 Sekunden zurückspule oder so. Oder 10, 15 Sekunden zurückspule statt 3, 4. Ich flieg, kipp in die Sprite, Promethazine. Devil in mind oder Devil er siegt. Sag dein Poke, Boys von Freunden, mach. Ich kauf ihre Fam, wenn ich will. Guck, sie tut so und guck so. Also sie nicht wissen, wer ich bin. Ich bin immer also ehrlich, geil Flows, Mann. Doch der Gleiche, nur reicher und so. Doch chill immer noch wie früher mit den Gleichen vom Bro. Ich hab das alles so gewollt, ja. Es gehen Songs von mir Gold, ja. Boah. Mama, Papa. Ey, ich liebe, wie aktuell dieser Song auch ist, weil das Studio kam ja, also die Studio-Session von den beiden, kam ja nach Sehnsucht, nach dem Release von Sehnsucht, nachdem das schon seit 2, 3 Wochen auf 1 war raus. Oder da war weil die Session von denen zu sehen in Insta-Story und so. Und ich liebe halt, wie aktuell dieser Song ist so. Weil du stolz, ja. Ja. Mehr als nur Erfolg, ja. Mm. Ich geh nie in ein Airbnb ohne 10 Flaschen Lean. Guck, fühl dich auf jeden Fall. Sie hat sich verliebt. Millionen von Streams machen Leben zum Dream. Immer weiter nach oben, dort reichen mein Team. Bitch, das ein Jäger und kein NSC. Schreib was ein Meter, ich zieh. Oh, okay, UFO kommt langsam rein, aber es ist immer noch super angenehm, ihn mal so sauber und gut rappen zu hören. Ich sag's, wie es ist. Kipp in die Sprite, Promethazine. Devil in mind, Devil er siegt. Ja, ich lebe jetzt in Paris, Ricky Owens on me. Meine Villa sieht so aus wie eine Airbnb. Ich bin der Ketzer, mein Girl ist the Queen. So viele Weiber, doch ich will nur sie. In den wir im Elefant gucken mich an wie ein Alien Predator. Euer Kopf war voller Cash wie Manager. Ja, ich stapel jetzt die Racks. Stack it up, komm in den Boah, Junge, also auch der Beat. Shoutouts an den Beat-Producer. Ich habe leider den Producer nicht mehr im Kopf, aber
Geiler Beat auch. Boah. Ey, nice, Mann. Ey, guck, jetzt hat er ein bisschen zurückgeskippt hier irgendwie. Ganz wild. Ey, geiler Part von UFO. Ich sag's, wie es ist. Nicht alles verstanden. Habe ich aber öfter bei UFO das Ding, dass ich die 2-3 Mal hören muss. Aber auf jeden Fall, der Part von Tilo war ultra angenehm. Ultra angenehm einfach. Mein Hemd und sie hat sich verliebt. Millionen von Schuss noch ein Leben zum Dream. Immer weiter nach oben, dann reichen mein Team. Ninja ist ein Jäger und kein. Ich finde auch nice, wie UFO seine Effekte eingepackt hat. Ich zieh und ich flieg. Kippen die Sprite, Promethazine. Devil in mind oder Devil er sieht. Oh. Oh, daher ist das. Das habe ich schon gehört. Diesen Part gerade von ihm. Diesen Einstieg, weil den fand ich so geil schon. Wo war denn das? Im Vlog, Insta-Story, Hörprobe, whatever, TikTok, irgendwo habt ihr das schon gehört. Okay, wir müssen, oh, aber wenn ich zurückspule, das wird leider nichts. Das Spotify-Ding ist so verbuggt. Er sagt, wir sind bei 1,22, sind wir aber im Leben nicht. Der Einstieg war so geil, Mann. Bei mir, ich kann das nicht verlieren. Ey, wow. Er wollte nur ausprobieren. Nur einmal raus verspüren, jetzt kommt er nicht mehr davon weg, er ist jetzt drauf wie wir. Boah. Ja, ja, er ist jetzt drauf wie wir, er sieht jetzt aus wie wir, er ist jetzt raus wie wir, ja, ja. Boah, geil. Er geht jetzt drauf wie wir, ja. Ich geh nie in ein Airbnb. Ey, okay, also sehr, ich sag, es ist so, der Song sehr abwechslungsreich in sich selbst. Also der erste Part von Tilo und auch die Hook hören sich gar nicht so vom Feeling an wie der zweite Part von ihm oder auch wie der Part von UFO, finde ich. Aber das macht's nice. Dadurch wirkt der Track nicht so lang, sondern so eher schnell so. Wisst ihr, hier hat man was Neues, hier was Frisches, da was Neues. Den Einstieg vom zweiten Part fand ich eine 10 von 10. Das zweite Part an sich war jetzt recht kurz so und recht simpel gehalten, aber dass dieses das war irgendwie geil. Das kannte ich halt schon aus irgendeiner Hörprobe oder so. Hook ist nice, bleibt im Kopf. Und UFO-Part bin ich noch nicht so komplett so mit, ja. Aber bei UFO muss ich eh alles öfter hören, um es sehr zu fühlen. Geile Hook aber. Und auch geiler Beat, ey. Das, also UFO-Part muss ich mir lassen auf dem Beat, das war geisteskrank. Da hat das schon zerstört so. Das schon. Ich habe halt immer Verständnisprobleme bei UFO, so beim ersten ein, zwei Mal hören, aber das legt sich dann auch wieder. Geil. Kommt noch was? Nee. Okay, jetzt kommt We Made It. Ey, auch gutes Song. Ey, nice, Mann. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Ich muss mir den Song gleich noch 2-3 Mal geben, ohne direkt immer pausieren zu müssen und so. Aber an sich bin ich sehr, sehr happy damit. Das ist auf jeden Fall, wie eine Insta-Story schon meint, jetzt nicht kein poppiger Song, der jetzt direkt auf die 1 gehen wird. Wobei ich die Hook auf jeden Fall auch nice finde. Bleibt auf jeden Fall auch gut im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall angenehm gewesen, ihn jetzt mal so richtig durchrappen zu hören und auch so ein bisschen mal flow-technisch was Schnelleres zum Beispiel, hat mir sehr gut gefallen. Cooles UFO-Feature an sich, dass er es am Start hat, so kann ich jeder von sich behaupten. Geiler Beat auf jeden Fall. Zweite Part, sehr nice, sehr kurz, sehr simpel, aber einfach so dieses Feeling, der Vibe vom zweiten Part, auch weil ich es halt schon im Kopf hatte. Geil, wusste ich, dass es in diesem Song drin ist. Und, ey, UFO-Part war auch sehr nice, aber Verständnisprobleme hier und da muss ich nochmal mich ein bisschen reinhören, sag ich mal. Aber auf dem Beat ist er geisteskrank gekommen, das muss man sagen. Ich freue mich aufs Album. Nächste Woche, wie gesagt, ist es, glaube ich, soweit. Dann werden wir uns da gerne auch wieder jeden Track hier zusammen geben. Falls ihr das nicht verpassen wollt, das gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr wollt. Ja. Und ansonsten sehen wir uns gleich bei den weiteren Videos. Habt einen wunderbaren Tag, eine wunderschöne Nacht. Bleibt so gut aussehen wie immer und